Uli. Das sind wir, Jana und Johanna. Wir sind auf der Suche nach der Zukunft der Nachricht. Bei unseren Recherchen sind wir auf die Plattform Hostwriter gestoßen. Dabei handelt es sich um ein soziales Netzwerk, das ausschließlich für Journalisten gedacht ist. Es soll die Zusammenarbeit und Kommunikation weltweit vereinfachen. Über ein Jahr haben drei deutsche Journalistinnen an dieser Idee gefeilt. Schön, dass wir kommen. Wir treffen Sandra Ziste in München. Sie hat gemeinsam mit Tabea Greschek und Tamara Antoni die Idee entwickelt. Es wird darum gehen, dass man in einer Maske eintragen kann, wie man heißt, wo man lebt, zu welchen Themen man recherchiert. Und man kann dann mit Hostwriter für die eigenen Recherchen in anderen Ländern oder Städten Kollegen finden, die einen bei der Recherche unterstützen mit ihren Kontakten oder mit denen man vielleicht sogar gemeinsam ein Thema bearbeitet. Damit die Plattform im Mai online gehen kann, arbeiten die Journalistinnen mit Programmierern und Layoutern auf Hochtouren. Aber wie soll das soziale Netzwerk die journalistische Arbeit in Zukunft unterstützen? Und die Idee von Hostwriter ist ja auch, dass man eben in Zeiten, in denen vor allem Nachrichten generiert werden oder in denen es nur einen Korrespondenten gibt, der manchmal für einen ganzen Kontinent zuständig ist, dass man wirklich wieder mehr vor Ort hinfährt und bei den Menschen ist und die wirklich wahren Geschichten erzählt. Damit das Netzwerk weltweit funktionieren kann, sind sogenannte Ambassadors nötig. Also Botschafter aus verschiedenen Ländern, die das Land und die Kultur kennen. Wir drei machen es möglich, aber eigentlich funktioniert Hostwriter nach dem Schneeballprinzip. Und es muss einfach ganz viele Menschen geben, die die Botschaft auch wieder weiter verbreiten. Die ersten Botschafter sind bereits gefunden. Hi everyone, I am Hassan from Egypt, especially from Cairo. Neben den vielen Befürwortern gibt es aber auch Bedenken. Die Gefahren bei so einer Plattform wie Hostwriter sehe ich darin, dass man als investigativer Journalist zum Beispiel, der dann im Ausland tätig ist, wo die Pressefreiheit zum Beispiel nicht so groß geschrieben ist, zum Beispiel in der Türkei, wo viele Journalisten im Gefängnis sitzen, da muss man eben aufpassen, dass man über Hostwriter zum Beispiel erstens nicht zu viele Informationen preisgibt, über ein investigatives Thema allgemein sollte man nicht jedem davon erzählen, finde ich. Erstens einmal kann es passieren, dass der andere Journalist dir vielleicht das Thema klaut, kann auch passieren, wenn es ein gutes Thema ist. Oder es kann sein, dass die Person vielleicht doch nicht so unabhängig ist und keine so zuverlässige Quelle ist, wie du es dir vielleicht wünschst. Ob sich die Zweifel bewahrheiten, wird sich zeigen. Hostwriter zeigt zumindest neue Wege auf, den Journalismus in der Zukunft zu gestalten. Und gleichzeitig ist es auch der Gedanke bei Hostwriter, dass der Journalismus momentan so ein bisschen hinterherhinkt. Also alles globalisiert sich, die Wirtschaft, die Politik und der Journalismus denkt aber doch immer noch sehr national. Und wir glauben, dass man viele Themen eigentlich gar nicht mehr nur so national erzählen kann. Und da wäre eben dann so ein Netzwerk wie Hostwriter ideal, dass man sagt, entweder eben ich gehe in ein Land und recherchiere da die Geschichte oder ich vernetze mich mit Kollegen in verschiedenen Ländern und wir recherchieren alle zum selben Thema. Die Plattform schließt in jedem Fall eine Lücke. Sie wird das erste weltweite Netzwerk für Journalisten sein. Wir sind gespannt, ob sie auf die Zukunft der Nachricht Einfluss nimmt.